Wir befinden uns hier auf der östlichen Seite der Donau, wo wir eine große Anlage des technischen Hochwasserschutzes besichtigen können. Wir sind hier am Einlauf Langenzersdorf, das wir hier sehen können, an der neuen Donau, die hier zu sehen ist, auf der Donauinsel. Diese drei Bauwerke, das Einlaufbauwerk, die neue Donau und die Donauinsel, sind die großen Elemente des technischen Hochwasserschutzes für die Stadt Wien. Normalerweise fließen in der Donau auf der Höhe von Wien 2000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde hinab. In Hochwasserzeiten sind deutlich höhere Abflüsse möglich. Um die Stadt Wien vor diesen Hochwässern zu schützen, wurde in den Jahren 1972 bis 1987 dieses Bauwerk errichtet. Im Kern besteht es daraus, dass ein zweites Gerinne für die Donau geschaffen wurde, nämlich die neue Donau hier, die zusätzliches Wasser, das bei Hochwasserereignissen die Donau passiert, abfangen kann und so sicher an der Stadt Wien vorbeileitet. Um diese neue Donau von dem Hauptlauf der Donau sicher zu trennen, musste auf 21 Kilometer Länge eine künstliche Insel geschaffen werden, die sogenannte Donauinsel, die 210 Meter breit und 5 Meter hoch ist und die projektierten Hochwässer, die an der neuen Donau abzufangen sind, von der alten Donau abtrennt. Im Jahr 2013 war ein solches Hochwasserereignis akut. Der Pegel in Kornneuburg, etwas nördlich von Wien, der für die Wiener Wasserversorgung relevant ist, zeigte einen Wasserstand von 8,09 Meter im Gegensatz zu 2,80 Meter in normalen Zeiten. Diese enormen Wassermengen, es sind zu dieser Zeit 11.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde die Donau hinabgeflossen, wurden verteilt, 3.000 Kubikmeter wurden über die neue Donau abgeleitet, die anderen 8.000 Kubikmeter über den Hauptstrom der Donau. Dieses Einlasswerk funktioniert folgendermaßen. Ab einer Pegelhöhe von 5,30 Meter in Kornneuburg, im Gegensatz zum Normalpegel von 2,80 Meter, wird zugelassen, dass das Donauwasser die Wehranlagen überströmt und so in die neue Donau hineingelangt. Bei noch höheren Hochwässern, wie wir sie 2013 hatten, heben sich die Wehranlagen an der neuen Donau, die wir hier sehen, und begrenzen den Wasserzufluss an die neue Donau, sodass die neue Donau durch allzu hohe Wassermassen nicht geschädigt wird. Hierzu war es notwendig, die neue Donau umfangreich zu befestigen. Die neue Donau hat an der Sohle eine Breite von 40 Metern und ist an der Sohle bedeckt mit Rollsteinen, die verhindern, dass das überströmende Wasser über das Einlassbauwerk den Donaugrund auskolkt und das Bauwerk schädigt und letztendlich zerstört. Auch die neue Donau selber ist mit Steinen und Platten geschützt, um die Hochwässer, die bei einem Anstieg des Wasserspiegels hier in der neuen Donau projektiert sind, abzufangen und das Bauwerk der Insel zu schützen. Auch in Zukunft ist davon auszugehen, dass diese großen Hochwasserschutzanlagen um Wien herum auch in Klimawandelzeiten die Stadt vor starken Hochwässern schützen können. Die maximalen Hochwässer von 14.000 Kubikmeter pro Sekunde im Vergleich zu dem Hochwasser, das im Jahr 2013 mit 11.000 Kubikmeter wir bereits erlebt haben, zeigen aber, dass der Spielraum für noch viel größere Hochwässer nicht mehr gegeben ist. Umso wichtiger ist es, neben den technischen Bauwerken wie hier auch die natürlichen Auen zu fördern in ihrer Hochwasserrückhaltefunktion.